4 The Awakening ist ein sehr umfangreiches Spiel, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so wirkt. Oder vielleicht auch doch. Und daher stellt sich jetzt immer die Frage natürlich, was machen wir als nächstes? Wo sind wir eigentlich? Was machen wir? Und aktuell produzieren wir noch den Brunnen, beziehungsweise wir brauchen nur noch Seile für den Brunnen. Der Brunnen gibt uns dann jede Runde zufällige Ressourcen. Und hier haben wir jetzt wieder eine weitere Quest, nämlich eigentlich Teil der Hauptstory, nämlich weitere Informationen über die Geschichte rund um den kosmischen Baum, der eine ganz wichtige Rolle hier in FIA spielt und der in Bezug steht zur Finsternis. Da werden wir noch herausfinden, was hier Phase ist. Zuallererst aber erkunden wir jetzt hier noch die Ruinen und gucken, ob wir bereits noch einen Bewegungspunkt haben, und das haben wir. Okay, gucken wir mal, was Phase ist. Und hier stoßen wir wieder auf einige Ruinen einer alten Stadt, die vom Nebel und von Geheimnissen verschlungen ist, und die durchsuchen wir jetzt erstmal. So. Genau, als ihr eintretet, steigt eine Kreatur aus dem Wasser und greift euch an. Ein Utoblack und drei verwundene Schlangen. Und es ist auch gut, dass es zwischendrin auch direkte Kämpfe gibt, denen wir nicht ausweichen können, also sofern wir uns entschieden haben, etwas zu untersuchen. Sonst würde man, oder ich würde vermutlich jetzt gerade am Anfang nur irgendwelche taktische Herausforderungen oder andere Herausforderungen annehmen, bei denen ich nicht Gefahr laufe, dass meine Leute verwundet oder verletzt werden. Ganz einfach, weil das natürlich, hier ist es fatal. Also wenn ich jetzt ein Expeditionsmitglied verliere, ist das schon fatal, weil die Truppe ist noch nicht so groß. Sie könnte noch größer werden, und ich habe das gerade bei drei Totenkopf-Missionen gesehen, dass ich da ziemlich schnell das Nachsehen habe. Da bin ich auch schon mal einmal gewiped, also habe verloren auch, und das ist dann, sind sogar zwei Leute gestorben. Und ich habe das, ich habe den vorherigen Stand wieder geladen. In der Regel mache ich das nicht, wobei jetzt bei solchen komplexen Spielen wie der Art, das mache ich auch bei Strategiespielen, mache ich das dann schon, wenn es zu kritisch ist. Wenn ich zu viel Zeit wieder aufwenden müsste, um bis ich hier wieder Bevölkerung habe und so weiter und wieder Leute, einen Expeditionstrupp aufstocken kann, lohnt sich das nicht. Da muss ich das schon so machen. Jetzt gucke ich kurz, ob die in den Offensivdecks, ob die noch irgendwie taktisch hier besser wären. Sieht nicht so aus. Ist zwar schade, dass der Jutro Boy hier mit 26 Schaden hier drin ist. Das ist jetzt die Frage. Ich gucke jetzt erstmal mehr auf die Defensivwerte. 16, 17 ist das niedrigste, das die beiden haben. Dafür hat Vlada eine 7 noch. Also ich gucke jetzt gerade auf die Defensivwerte. 7, 24 plus Giftschaden. Chesol 19 Angriff. Verwirren ist sehr gut. Gegentaktiken haben wir leider keine. Das hätten die anderen mit Gegenangriff. Gegenangriff ist echt nicht schlecht, weil man halt die taktische Karte, damit der Gegner dann tatsächlich komplett aus dem Spiel wirft. Aber die behalten wir jetzt im Spielen so. Und die Kämpfe, in denen man halt verletzt werden kann, die sind natürlich schon spannend, weil da steht natürlich ganz anderes, was ganz anderes im Spiel. Und das heißt auch, die taktische Herangehensweise ist eine andere, zumindest für mich. In meiner strategischen Denkweise ist das anders. So, wen packen wir zuerst aus? Das Ding ist, ich weiß natürlich nicht, was der Gegner jetzt auspackt. Ich finde es immer schön, wenn der Gegner zuerst legen darf. Dafür hat er aber dann natürlich zuerst die Initiative. Wir packen Vlada raus. 24 Schutz, 18 Angriff plus 2 Giftschaden. Glaube ich, können wir nichts falsch machen. Verwundene Schlange, die hat zum Glück keinen Giftschaden selbst. Die ist wohl vorgestoßen aus der taktischen Reihe. Deswegen ist sie jetzt erstmal verwirrt. Für die erste Runde wird sie uns also nicht angreifen, was schon mal sehr schön ist. Das heißt, sie geht auch direkt down. Vlada wird 18 Schaden machen, und die Karte ist schon mal weg. So, das heißt, ich werde noch nicht Mystibor reinpacken, der sehr hohe Verteidigungswerte hat. Weil ich ihn irgendwo später einsetzen will, damit er dann, falls er von Gegnern eingekesselt ist, dann auch so den Schaden erstmal abnimmt. Quasi als Tank agiert. Und Leos Lava hat eine Stichwaffe. Und das wird hiermit symbolisiert. Und die Stichwaffen, die setzt man am besten ganz am Ende ein. Weil sie dann, wenn sie als Letzte in die Reihe gesetzt wird, dann führt sie 50% des Angriffsschadens aus. Also 3 Schaden macht sie direkt bei dem Gegner, der dann links neben ihr liegt. Und ja, das ist natürlich schon mal sehr praktisch. Deswegen bleibt eigentlich nur Chesol. Und ja, der Rest muss erstmal nichts machen. Ich gucke jetzt erstmal, was der Gegner macht. Okay, 8-6. Ja, ist auch. Er erledigt sie, er erledigt sie. Sieht gut aus. Dann packen wir jetzt Mystibor trotzdem raus. Verwirren muss ich niemand. Was jetzt natürlich sein kann, ist, dass der Gegner eine taktische Karte ausspielt, die jetzt zum Beispiel die Initiative von dieser verwundenen Schlange an die erste Stelle setzt. Sowas haben wir ja auch, erste Aktion. Aber selbst der Schaden, den sie ausführt, 6, wäre jetzt nicht so verheerend. Es besteht aber natürlich immer die Gefahr einer Verwundung.
Aber ich denke, das wäre dann nur eine leichte Verwundung und keine schwere. Und die schweren sind eher die, die zum Tod führen. Also sprich, wenn die auf Null sinken. Oder so gegen Null, glaube ich auch. So wirkliche Berechnungswerte habe ich leider noch nicht gesehen. So, jetzt fehlen nämlich noch der Obermotz. Die fehlen nämlich auch noch. Also sind drei Schlangen. Okay, Blada, sie. Chesol, sie. Mystivor packt die Schlange auch. Und das Schöne ist, wenn jetzt hier noch ein Gegner reinkommt, der wird 13 Schaden zwar ausführen, die liegt aber schon auf 5 Schaden, das heißt 8 Schaden wird er auf den nächsten Gegner, der hier ist, falls einer da ist, ausführen. Deswegen beende ich auch erstmal diese Kampfrunde. Und ich hoffe, ich bereue es nicht. Da ist die Utoplek. 26 Schaden macht die. Okay. Jetzt müssen wir durchrechnen. 5 Schaden bleiben übrig, gehen auf sie über. Sie kriegt 3 abgezogen jetzt gleich durch Leos Lava. Hat sie 23 minus 5, wenn 18 Schaden. Dann kriegt sie nochmal 6 rein von Leos Lava. Da hat sie immer noch 15 Schaden, den sie ausführt. Dann kommt aber die zweite Runde und dann erledigt sie Vlada. Sofern keine taktische Karte jetzt ausgespielt wird. So, jetzt Lava drauf und da seht ihr gleich direkt 3 Schaden abgezogen. Zack. Ach stimmt, ich habe auf die 26 gerechnet und nicht auf den Verteidigungswert. Ja, die wird liegen. Da brauchen wir nichts machen. Aber bei sicherheitshalber schütze ich noch. Ja, ich schütze noch Leos Lava. So, sicher ist sicher. Falls Uto Black aus irgendeinem Grund doch noch dazu kommt, Leos Lava voranzugreifen, würde Leos Lava schwer verwundet werden. Das wollen wir natürlich nicht. Ansonsten gibt es vielleicht noch irgendwas, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt noch sinnvoll. Eigentlich sehe ich hier nichts mehr. Verwirren. Ja, eigentlich muss ich nicht sparen, deswegen machen wir das doch einfach. Ich muss ja nichts sparen. Ich gehe jetzt lieber auf Nummer sicher. Je weniger die Wahrscheinlichkeit da ist, dass jemand, auch wenn auch nur leicht verwundet wird, umso besser. Alle verwirrt. Der Schaden, den wir auszahlen, ist hoch genug. Sollte gut laufen. Zack, down. Nächste Schlange down. Also es gibt auch nicht sowas wie irgendwie ausweichen oder verfehlen. Habe ich bisher nicht erlebt. Und jetzt fertig. Yes. Flawless Victory. Fantastisch. Das macht einfach Spaß. Macht natürlich mehr Spaß, wenn man gewinnt. Aber wir haben ja schon gesehen, ab 2 Totenschädeln wird es schon heftiger. Und ab 3 ist es halt echt mächtig. Da bin ich an diesem Spinnennest, bin ich ja übelst gescheitert. Ich glaube, ich habe nicht mal einen Angriff ausgeführt. Okay. Beinernes Kurzschwert. Schwere Rüstung. Einfach klobig, aber sehr widerstandsfähig. Quarz, Holz und Gold. Wir bauen Seile. Das wäre ja noch gut. Seile wären echt noch gut. Und ja, gucken wir mal, wie viel Holz wir mittlerweile haben. 69, 70 Gemüse. Das heißt, das Nebeldorf mutiert zu einem Dorf der Vegetarier. Aber so können sie erstmal 24 Runden durchstehen, ohne Probleme. Und für 78 Runden haben sie auch noch Feuer. Ich hoffe jetzt mal, dass endlich bald der Nachwuchs hier dann auch mal, hier mal 3 Kinder, dass die mal allmählich erwachsen werden. Aber das scheint auch eher vom Zufall abzuhängen. So, produktionstechnisch sieht es halt gut aus. Kann man genauso lassen, aber da ist auch jeder halt nur auf eins beschränkt. Und sobald ich halt irgendwas noch produziere, muss ich natürlich einen rausnehmen. Das wird dann beim Brunnen wird's der Fall sein. Da werde ich dann Jadwiga, die den höchsten Herstellungswert hat, einsetzen. Und ich finde, das ist wirklich schön gemacht, dieses Gleichgewicht aus Kampf und also rundenbasierte Kämpfe jedweder Art, das Erkunden, gleichzeitig aber auch das Management des Dorfes, das Verwalten. Das ist schön ausgeglichen und das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ich habe nicht das Gefühl, jetzt einen Mix aus einem kompletten Strategiespiel zu spielen, wo man auch wirklich sehr viel verwalten muss, sehr viel managen muss. Das kann anstrengend sein und ich habe da immer einfach Phasen, wo ich dann einfach Strategiespiele spielen will. Da hänge ich mich dann auch gerne rein, aber so ist es eigentlich perfekt. Das hat einfach so das Beste aus allen Welten, finde ich. Und muss laufen. So, denen geht es jetzt nicht so gut. Die sind hungrig. Ich hoffe, ich habe in der Umgebung irgendwie Futter. Das habe ich nicht. Spinnenseide können wir nicht gebrauchen. Wir müssen irgendwo hin, wo es Futter gibt.
Sonst verlieren die nach und nach Energie. Das heißt, wir gehen jetzt mal da hoch. Da muss der kosmische Baum einfach noch warten. Und ja, jetzt müssen sie auch noch kurz an der Stelle warten. Die können jetzt noch nicht sammeln. Das geht erst, wenn sie lagern. Das machen wir dann danach. Okay. Was hatte ich gesagt? Als nächstes wollte ich einen Wachturm auch noch zusätzlich skillen. Gucken wir auch nochmal drüber. Sicherheitshalber nicht, dass ich irgendwas Wichtiges übersehe. Beim Herstellen der Waffen und Ausrüstung, da warte ich noch eine Weile. Weitere Nahrung, da warten wir auch noch. Beim Sammeln haben wir jetzt noch nicht den Bedarf an höherwertigen Materialien. Die meisten kriegen wir eh durch die Expedition Upuaut 1, die unterwegs ist. Und der Wachturm, da hoffe ich mir von, dass auch nicht nur die Sichtweite erhöht wird, sondern dass wir dadurch auch den Einzugsbereich dessen, was wir vielleicht sammeln können, dass der sich erhöht. Und ich muss mal gucken, ob ich sehen kann. Genau, wenn ich draufklicke, sehe ich, was man benötigt zum Bauen. Und da sehen wir, also ich glaube auch, das ist die höherwertigen Rohstoffe hier sind einfach wirklich auch hier der Reihe nach. Und wenn man das dann halt eben bereitstellt, könnte ich mir vorstellen, das wird nicht erklärt, aber dass das dann halt eben die Boni erhöht, dass dann hier auch die Reichweite höher wird. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall skillen. Ob ich es bauen kann, ist eine andere Frage. Aber primär werde ich erstmal den Brunnen bauen in Nebeldorf. Sobald ich das kann, dafür brauche ich halt Seile. Ich habe nur 10 und ich glaube 25 brauche ich. Einen Wachturm könnte ich jetzt sogar direkt bauen. Dann machen wir das. Der Wachturm, wenn wir den jetzt schon bauen können, ist natürlich gut. Setzen wir Holz ein. Hier setzen wir. Ah, hier können wir keinen Stahl einsetzen. Ah, oben könnte ich die. Oben könnte ich die Knochen hier einsetzen. Zwar nur ein Teil. Aber ich müsste, wenn, dann braucht man alles. Okay, man kann nicht mixen und sagen, okay, 6 Knochen und dann hier noch 19 Holz. Okay, dann machen wir es aber trotzdem, weil. Das sind jetzt erstmal meine primären Gebäude. Wenn ich später denke, bin ich hier rohstofftechnisch bestimmt noch mal einiges besser am Start. Und von daher sehe ich das jetzt halb so wild. Okay, passt nicht, passt nicht, passt nicht. Elfenholz ist ziemlich selten und wird häufig von Sammlern übersehen. Haltbarer als gewöhnliches Holz. Okay, aber wir wollen jetzt einfach direkt bauen. Das kostet uns natürlich jetzt auch große Mengen Holz, aber wir haben noch genügend Runden, in denen wir Feuer machen können. So. Aber erhöht die Sichtweite des Dorfes nur um 1. Wisst ihr was? Wir warten noch. Da warte ich, bis die Upuauten-Expedition zurück ist. Die hat noch, glaube ich, auch Stahl am Start. Und jetzt beenden wir die Runde und gucken, ob vielleicht auch ein Ereignis eintritt. Vielleicht wird ein Kind erwachsen. Leider nicht. Genau, die hungern. Eine Gruppe hat keine Nahrung mehr. Klicken, um die Gruppe auszuwählen. Das sind die hier. Deswegen lassen wir die gleich campen. Dann können sie nämlich auch sammeln. Und sie verlieren jetzt, stellenweise verlieren sie Punkte. Hier einen Punkt verloren. Leos Labert einen Punkt verloren. Und das wird jetzt von Runde zu Runde wird das schlechter. Deswegen lagern wir und sammeln. So, Leos Labert kann hier gleich mal dick Fleisch sammeln. Würde 4 Runden bedeuten. Gucken wir mal, was beim Fisch geht. Auch 4 Runden. Genau, 99, bis dann quasi die Produktion oder beziehungsweise das Sammeln durch ist. Holz brauchen wir nicht, das heißt, wir packen alle rein. 3. 3. 35, 40. Das macht nicht viel aus, weil ihr keinen Sammelwert hat. Ja, wir haben keinen hohen Sammelwert. Also ladert gar keinen. Ändert aber nichts. Weil wir brauchen 99. Das ist eigentlich egal. Kann ich auch so draußen lassen. Kann ich auch draußen lassen. Wir brauchen so oder so 3 Runden. Ich gucke jetzt aber mal ganz kurz bei der Ausrüstung, ob ich irgendwas habe, was noch den Sammelwert erhöhen würde. Aber da sehe ich nichts. Sonst hätte ich irgendjemand noch einen Sammelwert erhöhen lassen. Durch das Ausrüstungsteil. Okay, dann sammel die. Braucht 3 Runden. Beim Fisch brauche ich gar nicht erst gucken. Beim Holz checken wir es mal. 5. Wenn 20, werden auch 3 Runden. Dann packen wir die alle rein. Dann sammeln die noch Holz. Das kann nicht schaden. Also nur 5 Runden, okay. Das ist ja die Frage, wie lange sammeln wir. Aber wir sammeln halt tatsächlich nur 3 Runden. Okay, dann ist es erstmal nur Entspannung.
Zeltlager und Runden beenden, Runden beenden, Runden beenden. Gucken, ob was passiert. Aktuelle Aufgaben, ja, das zeigt halt an, das kann man einstellen, ob er das dann jedes Mal anzeigt, Dorfbewohner untätig. Ist es in dem Moment unnötig, weil es für uns irrelevant ist, weil wir jetzt die nicht einsetzen zum Sammeln von Holz, weil es sich nicht lohnt. Okay. Yes! Ein Kind ist erwachsen geworden. Die Frage ist jetzt, was nehmen wir? Heilkundler bringt uns noch nichts, wir haben noch keine Kräuterhütte. Zuletzt haben wir auch einen Sammler gemacht. Krieger wäre natürlich nicht schlecht. Die Frage ist, mache ich jetzt vielleicht einfach einen Jäger, also einen Sammler, der dann rausgeht und dann draußen versucht, irgendwie alleine klarzukommen und zu sammeln. Ich könnte auch einen Krieger machen, könnte gucken, dass ich ein Ausrüstungsteil ausrüste, was die Sammelfertigkeit erhöht. Aber der könnte halt ausziehen und einfach jagen und wenn es dumm läuft, wird er halt angegriffen. Handwerk, dafür haben wir schon jemand Gutes. Ich versuch's mal. Ich mache ihn zum Krieger. Ich mache ihn generell zum Krieger. So. Bosetschia. Okay, Bosetschia. Fight Initiationsritus. Und dann haben wir jetzt weiteren Zugang. Checken wir mal aus, wie ihre Werte insgesamt sind. Genau, sehen wir hier, Ersatz kann Herstellungswert, also es gibt immer einen Zufallsattribute noch dazu zum Schaden. Als Krieger hat sie natürlich einen gewissen Grundschaden, den sie dann auf jeden Fall mitbringt. Hätte jetzt sein können, dass sie sogar einen Sammel, dass sie dann einen Sammelskill mit am Start hat. Hat sie aber aktuell nicht. Ist halt die Frage, ob sie alleine bestehen kann, wenn ich sie alleine rausschicke. Das ist halt jetzt schon sehr gefährlich. Schauen wir mal kurz bei der Ausrüstung. Schön ist auch, dass man hier ausgerüstet ein- und ausblenden kann. Dass man nicht versehentlich dann irgendwie irgendwas ausrüstet, was irgendjemand anders schon hat. So, gucken wir mal, was sie tragen kann. Ob sie Beehänder und Schild tragen kann. Das kann sie. Sehr schön. Jetzt gucken wir auch, ob das wir was Gescheites ausrüsten. Erstmal was mit dem höchsten Schaden. Stubschaden. Nee, sie kann ruhig die Abschirmung gebrauchen. Und jetzt gucken wir, dass wir vielleicht ein besseres Schild bekommen. 4, 6, 1. Okay, das passt erstmal. Ich warte noch ein bisschen, lasse ein bisschen fitter werden. Und spätestens jetzt wäre es zum Beispiel, wenn ich jetzt die Möglichkeit schon hätte, Ausrüstung herzustellen, dann könnte ich natürlich schon versuchen, sie einfach zu equippen. Könnte ja fette Ausrüstung herstellen, sodass sie als Ein-Mann-Ein-Frau-Armee dann draußen sammelt und so halbwegs verteidigungsfähig ist. Wenn wir mal gucken, jetzt im Umfeld hier hätte ich zum Beispiel Fisch, das wäre noch eine andere Nahrungsart, das würde die Boni des Dorfes erhöhen. Wenn wir in der Dorfübersicht gucken und Vorräte verwalten, da sehen wir das. Je mehr verschiedenartige Nahrungsvorräte, umso mehr Boni bekommen wir. Und hier hebe ich ja noch das hier auf, das habe ich nicht erlaubt zum Nutzen. Und das lassen wir erstmal weg. Das Schöne ist, man kann auch hier anhaken, abhaken. Wenn ich jetzt irgendwas Neues herstelle, also zum Beispiel etwas koche, das hier noch nicht drin ist, dann wäre es, wenn es fertig ist, müsste ich mich nicht drum kümmern und sagen, okay, für Konsum erlaubte Nahrungsmittel. Das würde dann, glaube ich, automatisch halt eben für den Konsum eben verboten sein. Und ich lasse das so, weil wir haben genug Nahrungsvorräte. Es geht kontinuierlich Nahrung ein. Man kann leider nicht sehen, wie hoch der Verbrauch ist und was dann tatsächlich eingeht. Also was eingeht, sehe ich, aber ich sehe nicht, wie hoch der Verbrauch ist. Aber man merkt das natürlich auf Dauer und weiß, okay, das reicht oder das reicht nicht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich lasse das jetzt erstmal, wie es ist. Und die Kriegerin, es kann auch sein, dass ich sie später dann dem Trupp hier zuordne. Also sobald jetzt demnächst dann nochmal ein Kind dazukommt und erwachsen wird, dann werde ich das mit Sicherheit als Sammler dann aufwachsen lassen. Und die Kriegerin kann dann Upo-Out 1 dann auch ergänzen, sodass der Trupp hier noch stärker wird. Genau, wir haben noch mehr Holz, wir wollen aber bessere Materialien und die sind hier noch am Nahrung sammeln, haben immer noch keine. Gucken wir mal, wie weit das ist. Eine Runde noch, dann bekommen sie wieder genug Nahrung.
Check mal kurz ihre Werte. 11, 7, also das sinkt jetzt natürlich. Und da, die sind auch dadurch verwundet. Ich hoffe, es stirbt keiner dadurch. Das wäre echt bitter. Aber ich glaube, so schnell geht das nicht. Also, zumindest nicht, wenn sie nicht schon mal auf 0 gefallen sind. So, super. Jetzt hat sie geflügelt. Jetzt haben die schon mal für eine Runde. Guck mal, nur für eine Runde. Ich habe 12 geflügelt und es hebt nur eine Runde. Und ich habe leider niemanden, der kochen kann. Das kann keiner herstellen. Ah, da wird sie praktisch. Da werde ich sie, glaube ich... Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt auf den Weg schicken soll. Wäre riskant. Die Neukriegerin. Ich probier's mal. Ich schicke sie mal auf den Weg. Und hoffe... Ja, und sie kann auch gleich Nahrung mitnehmen. Wenn sie schon da ist. Und ich hoffe, sie kommt da gut durch. Dafür haben wir nämlich auch die gekochte Nahrung. Dann ist der Trupp versorgt und verstärkt. Dann machen wir einfach mal Butter bei die Fische. Genau, das ist es. Bigos. Ist leichter und nahrhafter. So, jetzt kriegt sie alles mit. Und dann kann sie da hoch. Und ich hoffe, sie wird unterwegs nicht angegriffen. So, lauf erstmal die 4. Weil ich mich nicht erinnern kann, jemals heimlich angegriffen worden zu sein. Also ich habe eigentlich die Gegnerbewegung immer erst gesehen. Aber gucken wir mal. So, für eine Runde überstehen die schon mal. Lagern auch. Ich hoffe, niemand stirbt deswegen. Das wäre wirklich bitter. Also jetzt schauen wir ganz kurz mal rüstungstechnisch. 18 Rüstung. Gewicht 260. Abschirmung 2. Ja, Brettgard nicht wirklich viel Rüstung, aber checken wir es mal anders aus. Brettgard 18, 21, 16. Die haben auch wenig. Wobei man muss das Schild beachten, das geht noch on top. Das wäre plus 4 und hier plus 3. Schissel trägt gar keine Rüstung. Das kann er, glaube ich. Das ist viel zu schwer für ihn. Okay. Dann kriegst du C-Bucht. Er kann es auch nicht tragen. Fehlt ein bisschen was. 248. Wie sieht es bei Vlada aus? Er kann es tragen. Okay. Oder sie. Ich bin mir unsicher, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Es kann eine Frau sein mit einem markanten Gesicht. Okay. Speichere das mal. Das relativ spannend ist, denke ich. Beende ich mal die Runde und gucke. Und wir gucken, ob wir sie noch bis zum Upoautentrupp hinkriegen. Ohne dass sie stirbt. Ich hoffe es. Also sammeln die eigentlich noch. Müssen sie eigentlich. Ja. Eine Runde noch, dann gibt es wieder Geflügel. Ich bin mal gespannt, ob die nicht auch durch das Sammeln dann Sammelfertigkeiten bekommen. Das kann nämlich auch sein. Wenn dem so ist, ist das natürlich etwas, was ich dann häufiger nutzen werde. Und da sie gleichzeitig lagern, wäre es natürlich cool, wenn die Wunden dadurch ein bisschen gegengeheilt werden. Ja, und da sieht man auch schon wieder, also die Wunden sind schon wieder weg, stellenweise. Leos Laber hat noch. Okay. Einfach nur geil. Ich könnte jetzt natürlich gleich zum kosmischen Baum, aber ich mach's nicht. Nicht, dass irgendwie eine Kampfquest oder irgendwas getriggert wird und sie dann alleine da steht. Hammerhart. Also ich finde, das Spiel ist wunderbar. Okay, weiter gibt's nichts zu tun. Nochmal eine Runde beenden. Was haben wir? Runde 36 und jetzt ist es morgen. Nachts gibt es andere Gegner, die hier rumschleichen. Und es gibt auch andere Bedingungen und ich glaube, es können andere Ereignisse poppen. So, wieder Geflügel gesammelt. Aber jetzt kommt die Nahrung auch rein. So, sie kann sich jetzt anschließen. Sofern ich das Kästchen treffe. Links liegen. Okay, jetzt kann man die Expedition zusammenführen. Rüber mit dir und Nahrung. So, wie sieht es denn jetzt aus?
Für 3 Runden. Ist nicht viel, deswegen lasse ich sie noch weiter sammeln. Jetzt werden es nochmal 3 Runden. Jetzt gucken wir mal, ob wir das vielleicht auch nochmal irgendwie beschleunigen können, aber ich vermute es nicht. Nee. Es hat keiner noch einen Sammelskill. Ich habe mal kurz die Ausrüstung. Ich habe bestimmt noch irgendwelche besseren Sachen für Bossetschia. Ich benenne die um, weil der Name ist mir zu komplex. Sie heißt Valeria. Angeguckt und direkt ist mir der Name Valeria eingefallen. Also nehmen wir das. Jetzt ein besseres Schild. 4. Nö. Ist sogar dasselbe. Und das hier? Auch nicht. Bessere Waffe? Auch nicht. Nee. Passt erstmal. Wunderbares Spiel. So. Ja, jetzt war es doch doof, dass ich die nicht auf die Fische gepackt habe, weil jetzt über die ganzen Runden weg, in der ich sammle, hätte ich doch noch Fische sammeln können. Und das mache ich jetzt aber mal. Ich werde tatsächlich die jetzt im Walde hier einfach lagern lassen. Damit mache ich nichts kaputt. Gibt zwar weniger Action, das ist aber halt einfach auch, ich glaube, strategisch sehr wichtig. Und ja, das ist das Ende dieser Episode. Ich finde, wie gesagt, 4 ist sehr, sehr spannend. Es hat eine wunderbare Spielmechanik, die es für mich sehr, sehr wert macht, auch zu spielen. Das Pacing ist vollkommen ausgeglichen und wunderbar, nicht zu hektisch. Ihr habt genügend Zeit. Ihr braucht am Anfang, man hat es ja gemerkt in den ersten Episoden, dass man da eine Weile braucht, bis man das alles so erlernt hat. Das Tutorial tut schon wirklich, macht schon viel und hilft einem. Und durch das selbst dann auch ein bisschen ausprobieren und dann auch durch dieses Compendium hier, in dem man auch nochmal alle Hilfethemen anzeigen kann, da kriegt man ja auch nochmal wirklich ausführliche Informationen, die man sich dann bei Bedarf dann abziehen kann. Es gibt so 1, 2, 3 Kleinigkeiten, die stellenweise gerade bei den Kampfrunden, Kampfherausforderungen noch nicht so zu 100% verstehe, aber ich wage zu behaupten, dass ich den Großteil schon auch verstehe. Man sieht das ja auch, also zumindest in Totenkopf 1 und Totenkopf 2 Schwierigkeiten, Schwierigkeitsherausforderungen, da funktioniert das ja auch sehr gut und wie auch gedacht. Und ja, also 4 The Awakening, Leute, kauft euch das, das ist ein Indie-Spiel, ihr unterstützt damit ein sehr gutes Studio, ein kleines Studio und ich finde es Deluxe, das ist keine Werbung, das ist eine Empfehlung. Ich bin erstmal draußen, bis zum nächsten Mal.